Hallo liebe YouTube-Gemeinde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr habt es in der Videobeschreibung schon gelesen. Es geht um meine neue Kamera, die kleinste Actioncam der Welt. Und hier oben ist es ja auch eingeblendet. Bezahlte Werbung heißt, die Firma Insta360 hat mir diese Kamera kostenlos zur Verfügung gestellt. Da wird der eine oder andere jetzt sagen, boah, nee, jetzt verkommt dieser Kanal jetzt auch zum Werbekanal. Wird das jetzt so ein Influencer, der Swobo, der bloß noch Produktwerbung macht? Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich eigentlich sehr auf diese Kamera gefreut und ich freue mich auch immer noch. Ich bin ganz happy damit, dass ich die halt umsonst zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und der Deal ist halt, dass man dann eine Bewertung darüber macht, dass man ein Video macht. Man hat ja vorher Kontakt, man wird ja angeschrieben, so, hast du Lust hier unsere Kamera in diesem Fall zu testen, einen Film darüber zu machen, hinterher zu zeigen, wie man die Videos am Computer bearbeitet. Und das mache ich auch. So, jetzt zum eigentlichen Inhalt. Die kleinste Actioncam der Welt, die Insta360 Go 2. Gibt es ja schon zig Videos im Netz drüber zu sehen und meins gibt es jetzt auch noch. Wenn es euch interessiert, bleibt dran und wenn nicht, dann wartet auf die nächste Woche, dann kommt mein nächstes Video. Was ich sehr reizvoll an der kleinen Kamera finde, ist, dass sie magnetisch ist. Ich kann sie so wie hier mal eben an den Mülleimer pappen und auch leicht wieder entfernen. Im Set bei der Kamera sind auch verschiedene Halterungen schon mitgeliefert, auch die für die Käppi. Da bin ich schon ganz gespannt, aus der Ich-Perspektive gefilmt, was dabei rauskommt an Aufnahmen. Dann im Extra-Set war noch fürs Fahrrad extra diese Lenkerhalterung dabei. So ein Brustgurt war auch dabei, den brauche ich jetzt nicht, weil ich diese Magnetplatte unter meinem Radtrikot habe. Da versuche ich die Aufnahmen dann so zu machen, ohne dass ich da einen Brustgurt brauche. Ich fahre jetzt ja keine Geländestrecken, ich bin ja kein Mountainbiker. Zusätzlich mitgeliefert wurde mir jetzt auch noch dieser Selfie-Stick mit dem Fuß unten dran, mit dem Tripod. Ja, kleinste Actioncam der Welt heißt im Detail, dass die Kamera gut 5 cm hoch ist, 2,5 cm breit und 2 cm dick. Es ist wirklich nicht viel. Was ich wirklich toll finde, ist, dass man die Linse vorne, wenn sie mal zerkratzen sollte, austauschen kann. Die ist einfach aufgeschraubt. Mit aufgeschraubter Linse ist halt eine Actioncam, ist die Kamera auch wasserdicht, bis zu 4 Meter. Das werden wir gleich ausprobieren. Ich bin hier direkt an so einem Tümpel, dann gehen wir gleich schon mal tauchen. Was ich noch toll finde, ich habe die Kamera jetzt schon 5 Tage getestet. Was ich toll finde, wenn ich die Aufnahme starte, ich drücke hier unten drauf, vibriert die Kamera. Das kann ich euch jetzt irgendwie nicht zeigen, aber sie tut's. Und dadurch habe ich halt haptisch eine Rückmeldung, dass ich sie eingeschaltet habe. Das habe ich bei meinen bisherigen Actioncams so nie gehabt. Da musste ich immer gucken, leuchtet auch eine Lampe oder wie auch immer. Und wenn ich halt die Kamera von mir wegfilme oder an die Halterung hier auf der Brust, auf die Magnetplatte mache, dann sehe ich das ja nicht, ne? Das Lämpchen. Wenn ich sie ausschalte, nochmal drücken, vibriert sie wieder und ich weiß, aha, ich habe die Kamera auch wirklich ausgeschaltet. Das ist wirklich durchdacht. Eine Vorgabe, die mir die Firma Insta360 gemacht hat, da halte ich mich auch dran, nämlich in welchem Videomodus ich filmen soll, damit ich auch vernünftiges Videomaterial bekomme. Das macht ja auch Sinn, das ist ja auch in meinem Interesse, wenn ich Filme mache. Und das ist der Pro-Videomodus, 1440p, 25 Bilder die Sekunde. Also die maximale Aufzeichnungsdauer 10 Minuten. Das kleine Ding hat nämlich, was heißt das Problem? Das ist ja auch normal. Das ist eine massive Rechenleistung, die da erfolgt. Da ist die Technik ja auf kleinsten Raum verbaut. Das ist alles Kunststoff außen. Das Ding wird schweineheiß. Da kann man sich nachher richtig die Finger dran verbrennen. Das wird sogar ein Warnhinweis aufgedruckt, dass man da aufpassen soll, wenn die länger an war. Dass man sich nicht die Finger verbrennt. Wahrscheinlich für den Winter ganz praktisch, wenn es kalt ist. Kamera anmachen, kann man sich dran aufwärmen. Ne? Die Kamera selber hat jetzt außen keine Anschlüsse, also man kann auch keine SD-Karte einstecken als Speichermedium. Da sind 28 GB fest verbaut in der Kamera und zur Kamera dazu gehört halt dieses kleine Case. Und da kann man die Kamera zum Aufladen einfach reinklicken, ist ja auch magnetisch. Und daran ist auch ein Anschluss, wo ich die Kamera bzw. das Case nachher an den PC anschließen kann, um das Videomaterial zu kopieren. Außerdem kann ich das Case auch als Fernbedienung benutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel gleich das Stativ aufbaue, das werde ich auch ausprobieren, soll bis zu 10 Metern Reichweite haben, dass ich halt nicht so viel Vorlauf und Nachlauf beim Film habe. Was ich sonst habe, wenn ich eine Kamera irgendwo den Hügel rauf trage, muss ich ja erstmal wieder runterlaufen, dann läuft die ja schon.
Und dann habe ich natürlich ganz viel aufgenommen, was ich nachher alles rausschneiden muss. Und wenn ich jetzt nur knapp 30 GB zur Verfügung habe, muss ich ja auch ein bisschen sparsam damit umgehen. Wenn euch jetzt genau die technischen Details und verschiedenen Videomöglichkeiten, Fotomöglichkeiten und so weiter dieser Kamera interessieren, guckt euch bitte ein anderes Review-Video hier auf YouTube an. Ich mache heute wirklich ein Radfahrvideo. Ich benutze die so, wie ich sonst meine Kameras beim Film auch benutze. Nur, dass ich halt durch die mitgelieferten Halterungen und diese magnetischen Möglichkeiten halt vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung ins Material bekomme. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe mir jetzt mein Käppi aufgesetzt und damit starte ich jetzt auch die ersten Aufnahmen. Und ab jetzt gibt es dann auch nur noch Aufnahmen aus der Insta360 Go 2. Ups, da muss er rein. Ja, los geht's, wie gesagt, jetzt mit der First-Person-View, also aus meiner Ich-Perspektive gefilmt. Die Kamera auf dem Käppi. Ich bin auch gespannt, ob er überhaupt versteht, was ich jetzt hier gerade sage. Wie gut der Ton ist, wenn man eine Kamera auf seinem Käppi trägt. Mit dem kleinen eingebauten Mikrofon ist auch so ein bisschen windig heute Morgen. Und dann schauen wir mal. Die App für den Computer nachher bietet auch die Möglichkeit, den Ton nachzubearbeiten. Da bin ich mal gespannt. Mal direkt jetzt kurz eine Kontrolle, verbinde mich jetzt mit meinem Smartphone mit der Kamera, um einmal kurz zu schauen, ob der Winkel oben stimmt, nicht, dass ich irgendwie nur den Himmel filme jetzt oder meine Füße. Und so wie ich das sehe, ich klappe den nochmal ein nach oben, zack, und dann soll der Winkel wohl stimmen, so wie ich mir das vorstelle. Ja, liebe Leute, ich habe ja gerade noch lobend erwähnt, dass es diese Fernbedienung gibt, dass ich dann 10 Meter vorher, bevor ich durchradle, so meine Idee praktisch die Kamera einschalte. Was ich dabei nicht bedacht habe, ist, dass diese Fernbedienung eine Verbindung zur Kamera braucht. Das heißt, wenn ich vorbeifahre, dann kurz vorher die Verbindung herstelle und dann die Kamera die Aufnahme starte, dann bin ich wahrscheinlich schon längst durchs Bild gefahren. Also den Zahn habe ich mir jetzt gerade schon selbst gezogen und das sind auch gar keine 10 Meter, wo die Verbindung abbricht. Ich laufe das mal eben ab hier. So. Das sind fünf. Dann ist da schon Ende im Gelände. Was noch positiv zu erwähnen ist für diese Lenkerhalterung hier, dass man die halt drehen kann. Die kann man jetzt hier entriegeln und dann kann ich die jetzt umdrehen und praktisch auch mich selbst filmen. Das ist ja echt praktisch, ne? Mal eben rausnehmen, an die Käppi stecken, aus der Käppi wieder rausnehmen, jetzt hier vorne in die Halterung rein. Alter, das ist schon keine schlechte Idee. Ich werde dann jetzt gleich mal den Selfie-Stick ausprobieren. Mal schauen, wie der mich hier ins Bild rückt. So, da ist er. Hier bin ich jetzt auch gespannt auf die Tonqualität, weil ja normalerweise jetzt der Fahrtwind von vorne aufs Mikrofon kommt. Das ist ja oben drauf. Ich habe jetzt auch extra nichts präpariert. Das ist halt so, wie ich es bekommen habe von Firma Insta. Aber ich habe natürlich ja schon Küchel für vorbereitet. Ich werde morgen schon
die erste richtige Tour sozusagen auch mit dieser Kamera dann unternehmen, die mich dann auch begleitet und in Zukunft denke ich auch mal regelmäßig auf Touren begleiten, weil die ist ja einfach praktisch. Ne? Die wiegt nichts, die ist sehr klein. Wie gesagt, Bildmaterial ist natürlich irgendwo auch mit entscheidend. Aber Ton ist ja klar, externes Mikrofon kann man an so ein kleines Ding nicht anschließen, das ist ja auch selbstverständlich. Gar kein Thema, muss ja auch nicht. Da gibt es ja andere Möglichkeiten, das ein bisschen zu verbessern, ein bisschen den Windschutz anzubringen. Was auch ganz toll ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, die Kamera hat eine sogenannte Horizontsperre. Das heißt, wer eine Actioncam hat, eine GoPro zum Beispiel, der kennt das vielleicht, bei meiner Hero 7 zumindest, das Bild ist zwar stabil, aber wenn die Kamera schräg ist, dann filme ich auch schräg. Und wenn ich jetzt die Kamera drehe und ein bisschen verkippe, seht ihr, bleibt der Himmel praktisch immer gerade. Man kann das nachher beim Bearbeiten am Computer auch noch extra einstellen. Man kann die Horizontsperre ausschalten. Diese Flow-State-Stabilisierung heißt das hier bei Insta. Und eine normale Stabilisierung anmachen. Unterschied zeige ich euch dann gleich bei der Bearbeitung. Ich habe das ja eingangs schon kurz erwähnt, es ist auch noch so ein Halsband mit Magnetplatte dran. Der Halsband ist gut, so eine Halskette halt. Und da pappe ich die Kamera jetzt mal dran und schauen wir mal, ne? Was für ein Winkel das ist. Heute ein bisschen mit rumspielen hier Richtung Lenker. Normal sitze ich so auf dem Rad. Bin ich mal ganz gespannt. Weil den Winkel kann ich so ja nicht verändern. Ich bin ja nun mal so gebaut, wie ich gebaut bin unter dem Halsband. Man kann es kürzer machen, dann wird die Kamera höher hängen, aber wir schauen erstmal so. Die Ladeschale lässt sich auch als Stativ verwenden und da kann man hinten hier so kleine Bandchen ausklappen und die Kamera einklicken. Das mache ich jetzt, dann könnt ihr das zwar nicht mehr sehen, aber ihr könnt dann sehen, wie ich das dann filme. So, ein bisschen ausrichten. Einfach wieder zusammenklappen und weggepackt. Pack mir das Ding wieder hier vor. Also das macht schon Spaß. Das ist relativ wenig Aufwand, dass man auch mal öfter geneigt ist, vielleicht andere Perspektiven zu filmen. Kleine Pause. Nochmal ein paar andere Perspektiven zu bekommen, habe ich mir diese Gummibandhalterung jetzt hinten an den Gepäckträger gemacht. Na, schauen wir mal, ne?
frage mich gerade, ob ich überhaupt einen Selfie-Stick brauche oder wie der so aussieht. Einfach in die Hand genommen. Muss natürlich nur aufpassen, die ist wirklich klein und ja, auch glatt außen, dass man sie nicht beim irgendeinem Huckel so einfach fallen lässt. Das ist im Selfie-Stick natürlich da ein bisschen sicherer. Aber eigentlich geht das ja auch, ne? Befestigung am Straßenschild. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Freunde, das waren jetzt knapp 2 Stunden, ich glaube 17 Kilometer. Und da bin ich mal gespannt, wie viele Minuten Film dabei rausgekommen sind und vor allem auf die Qualität. Also ab an den Rechner. Ich habe die Kamera jetzt in das Case eingelegt und das Case dann mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit meinem Windows-PC verbunden. Und als erstes kopiere ich jetzt die ganzen Videodateien auf meine Festplatte. Ich habe die Videodateien jetzt alle aus der Kamera auf meine Festplatte kopiert und mittlerweile auch das Insta360 Studio gestartet. Ich habe ein Windows-PC, das gibt es kostenlos natürlich zum Download bei Insta. Ich habe mich entschlossen, das auf dem PC zu bearbeiten. Man kann das auch auf dem Handy machen, auf dem Tablet, aber das ist nicht so meins, da auf dem Bildschirm rumzuwischen. Ich mache das lieber am PC, habe eine Maus in der Hand und eine Tastatur vor der Nase. So, ich öffne jetzt den Ordner, wo die Dateien drin sind. Markiere mir die alle. Lade die in die App hinein, 54 Videodateien, und da startet direkt die erste. Und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten halt im Nachhinein, was ich sonst bei meiner GoPro Hero 7 Action Cam nicht habe, zu verändern. Ich kann zum einen einstellen, ob ich Weitwinkel haben will, Action View, schmales Bild, linear und wie auch immer. Ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt. Ultra Weitwinkel gibt für mich das natürlichste Bild. Und ich habe die Möglichkeit, die Stabilisierung im Nachhinein zu verändern. So wäre die Aufnahme unstabilisiert. So ist die Aufnahme mit einer normalen Stabilisierung, wie ich sie auch in meiner GoPro habe. Wenn die Kamera dann schief ist, ist das Bild halt auch schief. Muss nachher in der Videosoftware nachbearbeitet werden. Und so ist das Bild mit der Flow-State-Stabilisierung. Und das ist schon eine feine Sache, in diesem Pro-Video-Modus gefilmt, dass ich hinterher die Möglichkeit habe, das noch einzustellen. Dazu kann ich das Bildverhältnis einstellen. Ich habe 16:9, wo ich normal meine Videos auch für YouTube produziere. Man könnte aber auch für Instagram hochkant nehmen. Und wie ihr seht, ist jetzt auch mehr vom Rad drauf und vom Himmel. Also je nachdem, welche Ausschnitte man haben will, macht es vielleicht manchmal Sinn, das hier umzuschalten und dann Fokus auf den Bildausschnitt zu legen. Ja, ich mache aber erstmal 16:9. Dann kann ich hier noch den Stimmfokus einstellen. So ist, wie es wirklich war, der Ton. Und hier mit Stimmfokus. Gut, ich sage jetzt in diesem Moment bei dieser Aufnahme nichts. Und so soll die Stimme hervorgehoben werden. Das werden wir ja gleich erleben, beziehungsweise ihr habt es ja schon erlebt, weil ihr den Film ja schon gesehen habt. Ich muss ihn ja erst zusammenschneiden, ne? Zeitsprung. Dann exportiere ich das Ganze, damit ich das in meiner Videosoftware weiter bearbeiten kann. Dieses ProRes-Format. Deswegen suchen wir den Ordner bearbeitet, damit ich das Ganze unterscheiden kann, wo ich schon dran war und wo nicht. Und dann ab dafür. Ja, das Gleiche gab es gerade schon mal, weil ich schon ein bisschen gespielt habe damit.
Das dauert jetzt ein Momentchen, jede Videodatei, ich glaube, das waren 54 gerade, ne, zu bearbeiten und dann zu exportieren. Und ob das jetzt ein Fluch oder ein Segen im Nachhinein ist, dass ich die nachbearbeiten kann oder auch nachbearbeiten muss, das werde ich dann ja sehen. Ich muss auch noch mal spielen ein bisschen, ob ich nicht mehrere Videodateien mit der identischen Einstellung auf einmal bearbeiten kann. Da probiere ich jetzt gleich mal aus. Ja, und wie man hier sehen kann, ich habe ein bisschen rumgespielt und es geht tatsächlich. Wenn ich die identischen Videoeinstellungen nehme, muss ich das jetzt nicht mit jedem Film einzeln machen. Ich kann jetzt erstmal Kaffee trinken gehen, weil der Computer ist ja ein paar Minuten beschäftigt. Hier zeige ich euch nochmal eben, warum ich die Filme halt blass filme, in dem sogenannten Lock-Modus, weil ich hinterher halt im Color Grading die Farben besser hervorbringen kann. Ich bin mit dem Ergebnis dann so zufriedener, sieht für mich natürlicher aus, als wenn ich einfach nur Sättigung rein und rausnehme und mit teilweise so poppigen Farben filme. Es ist nicht so meins. Ich mache das gerne so und diesen Film habe ich jetzt in Premiere Pro erstellt. Und da experimentiere ich gerade auch ein bisschen mit rum. Und der Vorteil bei Premiere Pro ist, dass es die sogenannten LUTs laden kann. Das sind Lookup-Tables. Heißt, das sind vordefinierte Farbtabellen im Hintergrund, die für spezielle Kameras schon vorkonfiguriert sind. Und dieser hier ist eigentlich für die One X von Insta360. Funktioniert aber, wie man sieht, bei der Go 2 auch ganz gut. Also ich habe hier händisch gar nichts nachbearbeitet. Einfach nur diesen Farbfilter sozusagen über diese Aufnahme gelegt. Und dann kommt das hier dabei rum. Oder bei raus, ne? Und da bin ich schon ganz mit zufrieden. Wenn ich jetzt gucke, vorher halt so blass gefilmt. Gut, das war ja Absicht. Aber seht ihr schon, das sieht aus meiner Perspektive so halt sehr natürlich aus. Ja, liebe Leute, ihr habt gesehen, welche Aufnahmen ich jetzt mit der kleinsten Actioncam der Welt gemacht habe, wie sich das Ding anhört im Ton. Und was man daraus in der Nachbearbeitung oder was ich daraus in der Nachbearbeitung noch gemacht habe. Meine Profis können da bestimmt noch mehr rausholen, aber für mich den ambitionierten Hobby-Filmemacher hier für YouTube ist das schon eine feine Sache. Ich bin ganz zufrieden mit dem kleinen Ding. Kostet, wenn man sich es anschaffen möchte, aktuell gut 300 Euro. Ich glaube 315 Euro habe ich heute Morgen einmal gegoogelt. Soll die Kamera jetzt kosten und wenn man guckt, was man dafür bekommt, finde ich das schon wirklich eine feine Sache. Meine GoPro damals vor 2 Jahren hat 400 gekostet. Das finde ich den Preis 315 Euro total angemessen. Wenn man es natürlich vergleicht jetzt von der Bildqualität, wenn ich jetzt filme, meine Sony ZV-1 ist natürlich eine ganz andere Tiefenschärfe oder eine ganz andere Klarheit im Bild, jetzt gerade wenn ich mich filme. Aber für bewegte Bilder in der Fahrt jetzt und die verschiedenen Kamerapositionen und so weiter, da werde ich die Kamera zwischendurch bestimmt nutzen. Ich werde meine GoPro dafür jetzt nicht ganz abschaffen, aber auch für Wanderungen. Nächste Woche ist im Mammutmarsch in Duisburg zum Beispiel. Da werde ich die mitnehmen. Die ist einfach klein, schnell eingepackt, schnell ausgepackt und kann man bestimmt interessante Aufnahmen auch beim Wandern mitmachen. In diesem Sinne, bis demnächst. Produktvideos wird es erstmal nicht mehr geben. Ganz ausschließen kann man ja nie, ne? Sage niemals nie. Also bis demnächst. Bleibt gesund. Euer Swobo. Tschüss.